Hallo zurück bei City Skylines Cyberpunk mit mir Dennis. Hallo Leute. Heute wird es sehr interessant. Das kann ich euch schon mal versprechen. Wir machen wieder größtenteils Zeitraffer. Es wird einen kleinen Live-Gameplay-Teil am Ende geben. Aber es ist größtenteils Zeitraffer und das liegt daran, weil ich was völlig Verrücktes mache. Ich glaube, es könnte mit die visuell interessanteste Sache sein, die ich bisher in East Haven gebaut habe. Und ja, ihr seht hier schon die Anfänge davon. Wir haben letztes Mal im Verborgenen gearbeitet, unten die Bahnhofseinkaufsstraße gebaut. Die habe ich noch ein bisschen tatsächlich verschönert. Das seht ihr nachher im Live-Gameplay auch nochmal kurz. Da habe ich noch ein bisschen eine Viertelstunde dran gearbeitet nach der Aufnahme. Und dann habe ich überlegt, ich möchte mal weitermachen. Ich möchte diesen riesigen grünen Fleck, der hier noch frei ist. Der letzte sozusagen komplett umbebaute Teil der East Haven Insel, sozusagen des East Haven Anteils an der Gesamtstadt, möchte ich gerne füllen. Und East Haven ist ja so ein bisschen das Geschäftsviertel. Was heißt ein bisschen? Es ist klar, die gesamte Stadt wird beherrscht von den Megakonzernen, so wie das halt ist bei so einer Cyberpunk-Stadt. Aber East Haven ist eben ein Bezirk, der vollständig geplant und gebaut wurde von den Großkonzernen und deswegen sind da ja auch die ganzen, ne, Konzernhauptquartiere, die ganzen Hochhäuser, die man im Hintergrund immer sieht, die Skyline. Deswegen ist das alles ein sehr geplanter Bezirk. Es gibt tatsächlich wenig, also es gibt gar keine Slums oder irgendwie sowas in der Art. Selbst die eher runtergekommenen Häuser sind noch eher schick, verglichen mit dem, was in der restlichen Stadt so existieren wird. Ist ja noch nicht gebaut. Aber irgendwo müssen ja auch die Executives wohnen, die Manager, die CEOs, die Geschäftsführer, also die Vorstands- und Aufsichtsratmitglieder. Wo wohnen die denn eigentlich? Hä? Wo wohnen die Leute? Ja, sicherlich nicht in so einem normalen Hochhaus. Also vielleicht schon der ein oder andere oben in einem Penthouse oder sowas. Aber so, wenn man ein richtiger Bonze von Welt sein möchte, dann braucht man natürlich eine Villa. Und klar, Villenviertel irgendwo am Rande der Stadt, schön und gut, mit Blick aufs Meer oder auf die Berge oder irgendwie sowas. Oder Blick auf die Gesamtstadt. Wird es vielleicht auch noch geben, also vielleicht baue ich sowas dann auch noch. Mal gucken, wie weit wir hier kommen mit der Serie. Aber ich wollte gerne eine kleine gated Community, so eine Enklave des Reichtums mitten in East Haven haben. Das hatte ich mir schon von Anfang an irgendwie vorgestellt. Und jetzt hatte ich halt auch die Idee, wo ich das machen kann, nämlich hier genau in die Mitte. Aber nun ist es ja so, wenn man so eine Villa hat, dann steht die ja normal so auf flachem Grund. Das ist ja kein Hochhaus, ne? Also ist ja, du hast ja dann kein Penthouse irgendwo weit oben, sondern die steht ja sonst weit unten. Weit unten ist aber blöd, wenn du ein arrogantes, reiches Arschloch bist. Du willst ja auf die Leute runtergucken. Du willst über der Stadt thronen. Und gut, ganz so kann man das nicht lösen, weil dann müsste man ja hier einen riesigen Berg aufschütten. Aber ich habe mir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir das so ähnlich machen wie bei der grünen Autobahn daneben? Also nicht die, die ihr jetzt gerade seht hier, sondern die ein bisschen darüber, genau, die jetzt oben im Bildschirm ist, im Bildausschnitt. Warum bauen wir nicht einfach eine zweite Stadtebene oben auf Dächer einer unteren Ebene? War mein Gedanke. Ich hatte irgendwie das Bild vor Augen von so gleich hohen Häusern, die über eine gewisse Fläche sozusagen so eine Art riesigen Wohnblock bilden. Und oben auf dem Dach ist quasi eine Parkanlage mit Villen. Und die beiden Ebenen sind aber voneinander getrennt. Die Häuser darunter, dieser riesige Block, ist sozusagen die mittlere Verwaltungs- oder Verwaltungsmanagement-Ebene, ja, also von den Firmen, da arbeiten so die wohnen die Abteilungsleiter und irgendwelche, ne, Leute, die so im mittleren Bereich irgendwo arbeiten, aber nicht die ganz großen Bosse. Und obendrauf auf dem Dach sind dann die Executives, da wohnen die CEOs in ihrer Parkanlage und die wiederum ist abgetrennt vom Rest der Stadt, also da kann man auch nicht einfach rein oder so, da muss man Zugang haben. Und da oben ist es halt wirklich schön. Das ist der einzige Teil der Stadt, wo Bäume stehen. Also nicht nur Palmen einzelne, sondern wo richtig, also kleine Gruppen von grünen Bäumen stehen, wo
Grasen ist, also richtig Wiese, gepflegte Wiese, wo ja schöne Einzelvillen stehen mitten in der Stadt. Und ich bin noch nicht ganz fertig mit den, auch nach dieser ersten Folge, die jetzt ja hier noch ein Weilchen geht, bin ich noch nicht ganz fertig mit dem, wie ich mir das vorstelle. Also ich bin mir noch nicht 100% sicher, wie es da oben aussehen soll. Ich habe schon ein paar Ideen. Ich werde sicherlich in der nächsten Folge, also muss ich sowieso da noch weitermachen, weil ich werde jetzt hier in dieser Folge nicht fertig mit dem Ding. Aber es ist ja auch quasi ein kleiner Stadtbezirk, den ich hier baue. Und einen kleinen Stadtbezirk in einer Folge, das wäre schon ganz schön krasser Zeitraffer. Nee, ich werde in der nächsten Folge daran weiterbauen und da werde ich dann sicherlich auch wieder einen Zeitraffer machen und ein bisschen rumexperimentieren, welche Landschaftsformen, welche Gebäude, vielleicht auch welche Transportmittel da oben noch eingesetzt werden. Also aktuell habe ich nur eine Straße, die dahin führt, die vom Hauptverwaltungsgebäude, also dieser Pyramide daneben, vom Bahnhof quasi, führt da eine Straße hin. Ist natürlich die Frage, ob es da nicht vielleicht noch irgendwie einen zweiten Zugang geben sollte. Was ich mir auch überlegt habe, wäre, ob man vielleicht da oben irgendwie einen Hubschrauberplatz oder so baut. Wäre irgendwie ganz passend, oder? Also, dass man mit dem Hubschrauber von der Skyline, also von den Arbeitsgebäuden quasi, von den großen Bürogebäuden, direkt hier hinfliegen kann. Das muss ich mir aber noch angucken. Ich habe tatsächlich in dem Spiel hier noch nie sowas gebaut, so Hubschrauber oder so. Das muss ich erstmal schauen, wie das funktioniert und ob das für mich passt. Ich habe jetzt mal die ersten Villen auch da oben draufgesetzt. Die habe ich jetzt so ausgewählt in so einem, ja, so leicht japanischen Stil, so Holzbauweise, bisschen flachere Häuser. Finde ich eigentlich ganz schick. Ich bin aber noch nicht, auch da noch nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass ich da noch andere Villen hinbaue. Also, dass der Stil sich auch noch mal ein bisschen ändert. Das ist so iterativ, ne? Also, Schritt für Schritt nähere ich mich da dem Ziel. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich zeige nachher auch noch mal die Villen ein bisschen mehr aus der Nähe. Da oben, im Live-Gameplay, glaube ich. Also, das habe ich schon aufgenommen, deswegen, ich weiß nicht mehr genau, was ich da aufgenommen habe. Ist schon ein bisschen her. Eine Stunde oder so. Genau, also der Architekturstil kann sich noch ändern, die genaue Ausstattung oben wird nächste Folge sicherlich noch ein bisschen nach und nach angepasst. Da werde ich ein bisschen rumexperimentieren, gucken, wo sollten Wege langlaufen, also Fußwege. Das wird schon eher fußgängermäßig da oben sein. Ja, also da werden jetzt keine krassen Straßen langlaufen. Da wird diese eine Hauptstraße langlaufen und vielleicht noch ein paar. Noch zwei, drei kleinere Straßen. Noch kleinere als die eh schon kleine Straße da. Aber eh größtenteils werden das so Spaziergehwege sein. Es ist ja auch kein riesengroßes Gebiet. Es ist ja wirklich nur eine kleine Enklave. Das soll ja auch ein bisschen zeigen, wie unfassbar wohlhabend die Leute sind, die da leben. Es sind halt einfach irgendwie am Ende vielleicht so 8 oder 10 Villen, die da oben stehen. Und mehr wird das nicht sein. Vielleicht noch irgendwie ein größeres Haus oder so oder zwei. Und mehr wird da oben nicht sein. Ja, mal gucken. Vielleicht fällt mir noch was Cooles ein da oben. Vielleicht noch ein kleiner Teich oder irgendwie sowas. Oder ja, so irgendwelche netten Sachen, die man als reicher Mensch gerne in seiner Nachbarschaft hätte. Was ich jetzt hier gerade mache, ist die Häuser sozusagen bauen, die den Wohnblock bilden. Ihr habt ja gesehen, ich habe den großen Wohnblock auf dessen Dach diese reichen Enklave gebaut ist. Ihr habt ja gesehen, ich habe das Gelände angehoben, damit ich da oben einfach ganz normal terraformen kann und ja, die Häuser da einfach normal hinbauen kann, die Villen. Das wollte ich nicht irgendwie komisch bauen, so, also wieder mit prozeduralen Objekten oder so. Das soll einfach funktional sein und wirklich einfach funktionieren da oben. Deswegen habe ich das als Bergplateau sozusagen gebaut. Aber ich will ja eigentlich, dass man soll ja dieses Bergplateau möglichst wenig sehen. Also das soll einfach höchstens mal irgendwo ein bisschen durchscheinen, wenn man genau guckt. Aber dieses gesamte Gebiet soll schon umgeben sein von Gebäuden. Ich habe mir hier so ein futuristisches Wohnhaus ausgesucht, das ich jetzt einfach irgendwie 7-mal dahin gebaut habe. Und um diese Seite des Blocks zu schließen. Und ein
achtes dieser Gebäude habe ich als prozedurales Objekt dann gebaut, umgewandelt und baue das jetzt über den Tunneleingang, den ich da gebaut habe. Denn ich fand das ganz gut, dass durch dieses Gebäude ein Tunnel führt. Durch diesen riesen Wohnblock, dass das nicht so eine Insel ist, um die man immer rumfahren muss, sondern dass man da auch unten drunter einfach durch kann. Ihr habt eben gesehen, ich habe versucht, wie es aussehen würde, wenn ich da oben eine Monorail-Station bauen würde, weil die Monorail fährt ja da lang. Also wird sich ja irgendwie auch ein bisschen anbieten, da eine Monorail-Station hinzubauen. Aber ich war da noch nicht so ganz glücklich mit. Also ich weiß nicht so genau. Ich glaube, wenn ich da eine Monorail-Station baue, dann baue ich die irgendwo anders und nicht da so an den Rand. Ich finde eigentlich genau cool, dass das da so eine lange, gerade Linie einfach lang fährt und die Monorail, die Station, die müsste ich jetzt ja da quasi in die Luft bauen. Ja, also auf die Gebäude obendrauf, auf diese Wohnhäuser, die ich da unten gebaut habe. Und das will ich eigentlich nicht. Und wenn ich sie auf das Grüne bauen wollen würde, auf die Wiese, dann müsste ich ja die Monorail ein bisschen abknicken lassen. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich das machen möchte. Ich fände cool, wenn die eine eigene Monorail-Station hätten. Aber andererseits, warum sollten die mit der Monorail fahren? Eigentlich ist es gerade cool, dass sie keine eigene Monorail-Station haben, sondern dass die Monorail da einfach drüber fährt sozusagen und die Leute da runter gucken können, die einfachen Bürger, die Normalos, die können mit der, es ist ja, die Monorail ist ja quasi die U-Bahn in der Stadt. Warum soll, eigentlich bin ich überzeugt, ich habe mich selber überzeugt, warum sollen die reichsten Leute in East Haven, zumindest in dem Stadtbezirk, warum sollen die eine, da experimentiere ich gerade rum mit Teichen und so. Ja, da muss ich mir noch was überlegen. Da bin ich noch nicht ganz zu Rande gekommen. Ich springe hier gerade so ein bisschen von einem Ding zum anderen. Genau, warum sollen die reichsten Leute der Stadt mit der U-Bahn fahren? Also ich meine, es wäre natürlich eine perfekte Welt, wenn sie das tun würden, aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Deswegen, okay, keine Monorail-Station für diesen Bezirk da oben. Apropos Bezirk da oben, diese Gated Community, also diese in sich geschlossene kleine Gemeinde da oben, die braucht noch einen Namen. Ich habe schon eine gute Idee, wie ich es nennen würde. Ich würde jetzt sowieso mal anfangen, ein bisschen mehr mit so Bezirke einteilen und denen irgendwie Namen geben und sowas. Dass wir da so ein bisschen mal bisschen eine Ordnung reinkriegen in die Stadt und ich besser weiß, worüber ich rede, dass ich nicht immer sagen muss, da links so beim Bahnhof oder sowas, sondern dass ich einfach sagen kann, bei dem reichen Bezirk mit Namen XY, südlich davon oder so, dann kann ich das irgendwie alles auch ein bisschen leichter benennen und beschreiben. Und ihr auch. Wenn ihr in den Kommentaren mich was fragen wollt oder so, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn ihr da einen Namen habt, auf den ihr euch beziehen könnt von irgendwelchen Sachen. Also wenn ihr eine Idee habt, wie man diesen Bezirk hier oben nennen könnte, schreibt's bitte in die Kommentare, so wie auch alles andere, was ihr mir vorschlagen wollt. Natürlich immer in die Kommentare gehört. Genau, ich habe jetzt hier gerade so grüne Wiesen, also Begrünung sozusagen, dieser Wohnhausdächer da unten eingebaut. Da bin ich noch nicht ganz fertig mit. Ich zuppel auch noch ein bisschen diesen Wohnblock insgesamt zurecht. Der soll schon auch echt künstlich aussehen. Also die Idee ist schon, dass das, es ist ja ein Gebäude, es ist ja, ihr wisst, dass es ein Berg ist, den ich da hochgezogen habe, ein Plateau, aber in der Realität dieses Spiels, dieser Spielwelt oder dieser Cyberpunk-Welt ist das ja ein Gebäudekomplex. Das heißt, der kann ruhig eckig sein, der muss jetzt nicht irgendwie weich gerundete Ränder und Kanten haben und so. Das ist nicht unbedingt nötig. Ich verstecke jetzt hier als nächstes diesen Teil des Bergs so ein bisschen hinter Wohnhäusern. Hier unten ist ja diese Einkaufsstraße, die ihr letztes Mal gesehen habt, die Bahnhofsgegend sozusagen, die, wie ich finde, richtig schön geworden ist mittlerweile. Und die wird nur noch besser dadurch, dass sie noch ein bisschen eingeengter wird. Weil ich finde gerade dieses Beengte da unten unter dem Platz, dem Bahnhofsplatz oben und daneben ist auf der anderen Seite halt dieses Plateau von dieser reichen Gated Community. Und die Autobahn führt ja hier auch noch drüber. Dadurch ist das ja wirklich eine Unterstadt.
Und das Gebäude war ein bisschen zu hoch. Das auch. Das auch. Na, wann findet er eins? Vergangenheits-Dennis? Na, da hast du bald eins? Da hast du eins gefunden. Das sogar so gerade so hoch ist, dass es noch so ein bisschen rausragt neben der Autobahn. Was ich eigentlich auch ganz cool finde. Genau. Dadurch wirkt dieser gesamte Bahnhofs-Einkaufsstraßenbezirk hier unten so richtig schön düster und weiß ich nicht, so ein bisschen erdrückend. Mir gefällt das tatsächlich ganz gut, dieses Feeling, was da unten entsteht, wenn man da so mit der Kamera lang fährt. Leider wird man da nicht oft unten sein mit der Kamera. Also ich werde da nicht so oft unten filmen, weil die Kamera des Spiels glitscht da auch so ein bisschen und das, ja, so cool ist das dann auch nicht. Was ich mir gerade überlege, wenn ich das so sehe, man könnte glatt an der Stelle die Autobahn ein bisschen überdachen. Weil jetzt auf der einen Seite diese Wohngebäude unten mit den Dächern so ein bisschen rausragen neben der Autobahn und auf der anderen Seite ja das Plateau ist, da könnte man tatsächlich vielleicht so eine kleine Überdachung rüberbauen. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir mal überlegen, ob ich da was finde. Experimentiere ich mal ein bisschen mit rum später. Kann ich ja jetzt nicht machen. Ist ja jetzt alles schon passiert hier. Genau, ich werde aber, was ich auf jeden Fall mache, ist, nachdem ich jetzt hier das alles vernünftig, den einzigen Zugang sozusagen zu dieser Community über diese eine Straße da, diese kleine Straße links mittig, zurechtgezuppelt habe, wollte ich jetzt nämlich ganz gerne die Autobahn durch eine Schallschutzwand trennen von dem Plateau, weil natürlich will man, wenn man da so eine Villa hat, nicht, dass da die ganze Zeit die Autogeräusche so laut sind. Umso besser wäre es wahrscheinlich, die Autobahn zu überdachen tatsächlich. Die irgendwie so einzukoffern oder auf irgendeine Art. Ich weiß noch nicht so genau, wie man das machen könnte. Vielleicht baut man da auch einfach eine Wiese oben drüber. Sich da einfach sozusagen das so ein Koffer durch Mauern. Durch so Betonmauern, wie ich sie jetzt hier auch habe, diese Schallschutzmauern quasi. Und dass ich dann aber obendrauf quasi noch einen Park baue. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Muss ich mir nochmal überlegen. Vielleicht mache ich es auch nicht. Es ist ganz schön aufwendig. Dafür, dass es ja sozusagen spielerisch gar keinen Nutzen hat. Das ist ja, also das ist ja wirklich dann nur noch Schönbau. Was ja okay ist. Dafür mache ich das hier auch zum Teil. Aber wenigstens so ein bisschen funktional sollen die Sachen ja auch sein. Aber die Idee gefällt mir ganz gut hier, die Autobahn so ein bisschen zu verdecken. Wobei, an sich sieht die ja auch cool aus, wie die da so durchfährt, ne? Also, es ist schwierig. Ich könnte ja auch mal was zu sagen, ob ich die Autobahn hier, aber nur sozusagen an dem Stück, was wir jetzt hier gerade sehen, hier vorne bei der, zwischen Pyramide und Plateau, ob ich da die Autobahn mit einem Dach sozusagen abdecken soll und auf das Dach vielleicht noch was draufsetzen, irgendwie einen Park oder so. Das ist halt ganz schön aufwendig. Das wird eine eigene Folge wahrscheinlich sein. Oder ich baue das mal irgendwie zwischen den Aufnahmen. Mache ich ja auch vieles. Also ich kann mich ja immer nicht zusammenreißen und baue dann immer noch, nachdem ich aufgehört habe aufzunehmen, wo ich immer, ich gucke immer auf die Uhr, oh, schon wieder 1,5 Stunden aufgenommen. Für einen Zeitraffer reicht genau so, dass das 20, 25 Minuten sind. Mache das ja immer so mit etwa vierfacher Geschwindigkeit, die Zeitraffer-Sachen. Dann schalte ich immer ab, die Aufnahme, und denke dann immer, ach ja, aber eigentlich hier die Straßenecke müsstest du noch fertig machen. Und dann 20 Minuten später so wieder ganz viel gebaut und irgendwelche Sachen noch verbessert und so, und dann ärgere ich mich immer. Aber egal, so ist das halt. Ist doch schön, wenn es mir Spaß macht, oder? Genau, und hier baue ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen beginnende Parkanlage. Das soll hier wirklich jetzt kein Wald sein oder so hier oben, also aber so ein bisschen Pflanzen soll es hier schon geben, Büsche und Bäume, also hier können auch mal tatsächlich ein paar Bäume wirklich beieinander stehen und die so eine kleine, ne, Baumgruppe bilden und so. Also ich sag mal, in ganz East Haven, im gesamten Stadtbezirk, auf dieser gesamten Insel, wird es am Ende lange nicht so viele Bäume geben wie in diesem kleinen Gebiet hier oben. Das ist schon so die Idee des Ganzen. Genau, also damit bin ich jetzt auch gleich fertig, glaube ich, mit diesem Weg. Und viel mehr passiert dann hier auch nicht mehr. Dann geht es nochmal eine Runde ins Live-Gameplay, wo ich ein paar Minuten einfach nochmal rumfliege und noch zwei, drei Sachen mache. Aber da geht es eher darum, euch das nochmal in Ruhe zu zeigen, was ich hier gebaut habe.
Ihr seht schon, in welchen Stil ich hier so ein bisschen gehe. So ein bisschen wildwuchernd. Aber das ist ja sozusagen der Luxusaspekt hier oben. Die Reichen hier können sich's leisten, einen Gärtner zu beauftragen oder eine Gärtnerfirma, die dafür sorgt, dass diese sehr gepflegten Grünanlagen ein bisschen wild aussehen. Das ist alles natürlich gegen viel Geld und viel Arbeit so aussehen lassen. Wie Hipster-Klamotten, womit man ein bisschen aussieht wie ein Obdachloser, aber man hat 600 Euro dafür bezahlt. Vintage und so, ne? Na gut, das war's jetzt. Es ist noch lange nicht fertig. Ihr seht, da ist noch eine Menge zu tun, auch auf der Seite hier. Ist alles noch, sieht noch sehr felsig aus. Der ganze Teil hier vorne, aber das wird schon noch. Und es wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Ich glaube, das wird vielleicht mein Lieblingsort hier im Bezirk. Das habe ich wahrscheinlich schon 20 Mal gesagt, bei verschiedenen Sachen. Ich finde viele Sachen hier sehr schön. Na gut. Wir sehen uns im Live-Gameplay gleich und ja, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, Kommentare, ab und das Video damit in die Comments. So, da sind wir beim Live-Gameplay. Das wird heute nicht lang, denn es war schon relativ, ihr habt es ja gesehen, ein relativ langer Prozess, um zu dem Punkt hier zu kommen. Aber meine Güte, bin ich jetzt schon happy damit. Also ich meine, es ist noch lange nicht fertig, aber... Keine Ahnung, das ist genau so, muss das aussehen, oder? In so einer Cyberpunk-Metropole muss das doch genau so aussehen. So ein herausgehobenes, überhebliches, fast schon ein arrogantes Stück Erde. Ich finde das sehr, sehr gut. Ihr seht es, die Stadt ist lange noch nicht fertig, aber es wird langsam. Es kommen immer mehr coole Ecken dazu, immer mehr interessante Sachen. Ich habe euch schon angekündigt, dass ich in dem Live-Gameplay nochmal kurz zurückgehen werde dahin, wo wir das letzte Mal unterwegs waren, nämlich hier unten beim Bahnhof. Da habe ich noch ein bisschen ergänzt und erweitert. Also hier vorne, dieser Teil, diese Seite. Oh, hier müssen wir aber nochmal ran. Da fällt mir gerade was auf. Das ist so nicht so schön. Da müssen wir, glaube ich, die Straße hier nochmal schöner abstützen. Die Frage ist, wie, oder? Wie machen wir das am dürfsten? Wenn ich die jetzt zur Seite schiebe, dann wird die Straße halt nicht mehr wirklich gestützt. Aber vielleicht geht es gerade noch so. Also die Straße muss ja statisch nicht irgendwie abgestützt werden, aber so auch optisch. Na doch, das reicht gerade noch. Guckt euch das an. So, ist noch ein bisschen nach da schieben. Dann sollte das ungefähr passen. Hier müssen wir die Straße auch noch mal ein bisschen wenigstens so wegschieben von der Pyramide daneben. Und dann können wir das hier versuchen, irgendwie ein bisschen mit Zentimeterarbeit hier einzupassen. Die Pfeiler, so. Dann haben wir hier vorne noch einen. Die sollen ja nicht komplett im Weg stehen. Das sieht ja dann auch irgendwie albern aus. So. Genau. Wollte ich aber eigentlich gar nicht machen. Aber wenn ich sowas sehe, dann kümmere ich mich halt auch gleich drum. Weil sonst kümmert sich ja niemand drum. Das ist in Ordnung hier, der Pfeiler. Den würde ich nur ganz gerne drehen, wenn es geht. Aber das Spiel sagt nein. So. Das war den dann vielleicht hier. Ja, das sind dann halt beschissene Zimmer in dem Haus. Ich meine, das sind ja Wohnhäuser hier. Das sind dann halt richtig beschissene Zimmer. Aber da müssen die Leute durch. Ist hier schließlich kein Ponyhof. Ist Cyberpunk. Gut. Ja, das passt gerade so hier mit dem Pfeiler. Ist alles in Ordnung. Ich wollte eigentlich hier runter. Ich finde nämlich auch, die Straße ist mittlerweile richtig schick. Gehen wir mal wieder in die Cinematic Cam. Dann sieht das ein bisschen hübscher aus. Also... Vergesst die Seite, da ist noch nichts gemacht, da müssen wir uns nochmal ein bisschen drum kümmern, aber die Gewerbeseite sozusagen hier von der Straße, die nimmt langsam richtig... Warum wird denn da gerade einer abtransportiert? Aus dem Healthy Weeds! Entschuldige mal, so healthy war es wohl doch nicht. Gesundes Marihuana, naja, scheinbar nicht. Genau, also hier, das kennt ihr ja schon sozusagen, diesen Teil. Hier habe ich noch so ein rotes Gebäude dahinter gesetzt, damit noch ein bisschen besser die... bisschen hässlichen, ja,
hässlichen grauen Untergrund-Terraforming-Rückstände hier verdeckt sind. Aber da guckt man ja nie hin. Man wird ja immer hier irgendwie so auf Straßenebene sein. Und dann sieht das cool aus. So, dann geht's hier um die Ecke in die Bahnhofsstraße, nenne ich sie jetzt einfach mal, in der Mangelung von tatsächlichen Namen, die ich den Straßen gegeben habe. Das kennt ihr auch schon, aber hier habe ich noch ein bisschen was ergänzt. Und zwar habe ich diese, sieht man hier, diese Werbedinger, Werbeschilder, würde ich mal sagen, ergänzt. Ich finde, das sieht dadurch richtig cool aus. Das gibt der Straße so einen ganz eigenen Charakter mit diesen alle paar Metern stehenden Werbeschildern. Hier täglich Kino ab 11 Uhr, ja, also das Star Wars, das Erwachen der Macht. Da sieht man, wie alt das, das Asset ist von den Kubiks aus Berlin. Da kam gerade The Force Awakens raus. Der siebte Star Wars. Ich habe hier noch ein paar Sachen hingesetzt. Hier gibt es noch einen Starbucks jetzt mit ein paar Tischen davor. Hier gibt es noch einen kleinen Zeitungskiosk. Hier gibt es einen Tommy Hilfiger Laden. Den fand ich ganz cool, weil er animierte Werbeschilder vorne hat, Werbetafeln. Genau, und dann kommen wir hier vorne an die Ecke, wo dann sozusagen die Gestaltung wieder so ein bisschen aufhört. Hier sind wir dann ja sozusagen unterm Bahnhof. Ist ein bisschen schwierig, mit der Kamera hier lang zu kommen. Da habe ich mich jetzt noch nicht weiter drum gekümmert, weil das ist doch sehr speziell. Da werden wir mit der Kamera sehr selten unterwegs sein. Schon allein, weil ich mit der Kamera gar nicht so tief auf den Boden komme. Das ist so ein bisschen schwierig. Aber ich finde jetzt so diesen Teil der Stadt hier, der gefällt mir jetzt schon richtig gut. Und hier ist noch ein kleines Schmankerl. Ich habe eine kleine Unfallstelle gebaut. Die wollte ich eigentlich noch ein bisschen ausstaffieren mit so diesen orangen Warnpollern, dass man da nicht ranfährt oder hier mit Absperrband oder so. Aber ich hatte keins runtergeladen, kein Asset dafür. Aber hier ist ja jetzt sozusagen, man kann ja hier vorbeifahren. Da liegt halt jetzt mal so ein, keine Ahnung, was das ist, ein Geldtransporter oder so ein futuristisches Lastwagenfahrzeug. Liegt da jetzt halt mal. Ich habe hier noch so ein paar Betonbarrieren gesetzt. Ich finde auch cool, dass ich habe mir ein paar Science-Fiction-Autos runtergeladen. Dadurch sieht das, ja, sieht das ganz cool aus eigentlich, wenn die da so auch mal zwischendrin stehen. Ja, also das ist die Bahnhofsstraße. Da habe ich mich letztes Mal noch nach der Aufnahme ein bisschen drum gekümmert. Genau, und hier oben nur dazu, wie es jetzt weitergehen soll. Also die gesamte Insel soll natürlich als wirklich künstliche Insel erkenntlich sein. Also so wie auf der Seite, das habe ich ja eben schon erklärt, nehme ich mal an, in der Zeitrafferaufnahme, dass sozusagen die Gebäude, dass es ja sozusagen so aussehen soll, als wäre diese gesamte Insel auf den Dächern dieser... Oh, Entschuldigung, da war die Kamera verrückt geworden, auf den Dächern dieser Gebäude gebaut. Also als wären hier sozusagen dieses gesamte Gebiet, diese gesamte erhabene Insel, wäre eigentlich Gebäude, ne? Mit künstlichem Rasen obendrauf. Ich habe das deswegen so gebaut, weil ich dann wirklich hier oben Häuser drauf bauen kann. Echte, reale Häuser, nicht prozedurale Objekte. Eben die Villen der Executives, die hier sich wirklich den absolut besten Platz ausgesucht haben. Ja, vielleicht mit mehr Blick wäre noch ganz gut gewesen, aber da wird sicherlich auch noch in der Stadt irgendwo was geben. Das ist sozusagen innerhalb der City der beste Platz, den man haben kann. Hier soll es, wie gesagt, noch ein bisschen Parkanlagen geben, Hügel, bisschen Wald. Ich habe ja hier schon angefangen. Es soll wirklich natürlich aussehen, bewaldet. Das ist das einzige grüne Fleckchen in der gesamten Stadt, also in ganz East Haven, in dem Stadtbezirk. Ich denke auch, das wird so bleiben. Aktuell ist es eben das einzig grüne Fleckchen und ich glaube, es wird auch nicht mehr grüne Fleckchen geben. Das wird sehr gepflegt auch ein bisschen. Es wird natürlich aussehen, natürlicher als der Rest der Stadt, der ist ja rein Beton. Es wird aber auch in der Natürlichkeit sehr künstlich aussehen, schon alleine, weil das ja so angelegt ist. Man sieht ja hier so mit Betonwand, wo es dann einfach endet und so. Und auch solche Grasflächen hier, die wird es hier wahrscheinlich auch geben, so sehr ja, mit geometrischen Formen und sowas, das Gras. Bisschen eingezäunt und so. Und dann hatte ich mir überlegt, ich hatte irgendwie so eine ganz coole Vorstellung. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es hinkriege. Das muss ich dann beim nächsten Mal oder übernächsten Aufnahme mal ausprobieren. Einen Übergang zu schaffen, so eine Art Rampe, würde ich es jetzt mal nennen, die von hier oben sozusagen nach hier unten führt.
die von dieser oberen Etage hier runter Richtung Küstenstraße führt. So eine Rampe, die, wo sich ein Weg sozusagen so runterwindet in so eine Art Schlingerform. Als Park auch angelegt. Also so eine Art Terrassen. Ja, Terrassen ist vielleicht das richtige Wort. Nicht unbedingt eine. Es ist insgesamt, wird es so eine Rampenform haben. Aber sozusagen zwischendrin sind so Terrassen. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Ich habe da so ein Bild vor Augen, wie das aussehen könnte. Müssen wir mal schauen, ob das was wird. Vielleicht geht das auch hier tatsächlich rum um die Ecke. Mal gucken. Also entweder nur hier dieser diagonale Teil oder tatsächlich auch hier noch rum um die Ecke. Dann wäre das sozusagen so einer der Stadtparks. Wohingegen ich muss noch gucken, dass ich hier oben noch irgendwie das so baue, dass man hier ein Pförtnerhäuschen oder sowas hat. Achtet nicht auf sowas hier. So eine Grafikfehler. Die entstehen halt leider, wenn man so verrückte Sachen baut wie ich hier. Ich würde hier gerne noch so Pförtnerhäuschen oder sowas bauen, dass hier nicht jeder Depp rein kann. Also hier soll schon ganz bewusst nur reinkommen. Das ist eine Gated Community hier oben. Also hier oben kommen nur Leute rein, die hier auch wohnen oder arbeiten. Als Angestellte in den Villen. Die Häuser hier sind jetzt auch noch nicht final. Das habe ich ja vorhin wahrscheinlich auch schon gesagt, dass ich mir da schon überlegt habe. Ich wollte jetzt erstmal gucken, wie das so aussehen kann. Ich finde diesen Baustil hier eigentlich ganz schön. Diesen etwas natürlichen Holzbaustil. Aber es kann auch sein, dass ich hier noch ein bisschen andere Villen hinstelle. Eher so protzigere oder sowas. Müssen wir mal gucken. Das überlege ich mir dann beim nächsten Mal. Jetzt machen wir erstmal eine Pause, beziehungsweise beenden diese Folge. Es gibt noch zwei, drei kleine Beauty-Shots und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von City Skyline Cyberpunk wieder mit noch mehr, ja, ich würde sagen, noch mehr Bonzen bauen hier oben. Wir brauchen übrigens noch einen Namen für diesen Mini-Stadtbezirk, für diese Gated Community, wo hier unten das mittlere Management sozusagen wohnt in diesen Gebäuden, die sehr modern und sehr gut sind und hier oben wirklich die absoluten, ja, die Geschäftsführer, die CEOs halt, oder irgendwelche Aufsichtsratsmitglieder und sowas und Vorstandsmitglieder. Da wäre noch gut, wenn wir da einen eigenen Namen für hätten. Ich habe schon die Idee, den werde ich euch nächstes Mal sagen. Oder die Idee werde ich euch nächstes Mal sagen, aber vielleicht habt ihr noch einen guten Gedanken, wie sowas innerhalb von der Stadt heißen könnte. Es ist kein eigener Stadtbezirk, aber es ist ja so eine Art abgetrennte Enklave innerhalb der Stadt. Also, seid mal kreativ. Schreibt was in die Kommentare. Würde ich mich freuen. Gut, Leute, ich freue mich auch über Likes und vor allen Dingen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.